So, herzlich willkommen zurück bei The Division. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Nebeneinsätze machen. Zwei Stück genau. Hier ist eins und hier ist, glaube ich, eins. Und noch ein Kampfmission. Und dann habe ich alle Missionen auch endlich mit euch absolviert. Und ich bin mal gespannt, was dann kommt. Ob dann nur noch die Dark Zone kommt oder ob dann schon die Beta so weit durchgespielt ist. Ich habe selbst keine Ahnung. Das Maximallevel habe ich bis jetzt gelesen seit 20. Ich meine, ich bin jetzt Level 7, wer weiß, wie viel EP man halt braucht bis 20, aber Unmengen an Zeit habe ich jetzt bis Level 7 nicht gebraucht. Man kann ja auch schauen oder die Videos zusammenrechnen von der Zeit her. Dann ist es ganz genau klar, wie lange man gebraucht hat bis zu dem entsprechenden Level ungefähr. Ich denke mal, das ist so bis 8 oder 10, ich denke mal, bis 10 wird es gehen, so die Hälfte. Und weitere Level kommen dann garantiert auch noch. Also so ist es jetzt nicht, dass das dann jetzt alles war. Und mit dem nächsten DLC oder Erweiterungspack, dann geht das schon bis Level 30, das Ding. Also so wie in Destiny ungefähr, ne? Gab es ja auch bis 30, dann 35 und dann 40 oder so. Also von daher den Bereich durchsuchen, ja. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Einsammeln. Na komm, gib mir die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich habe Clays Funkgerät zu Hause vergessen. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wir sollen jetzt dahin rennen. Lager des Spielers, da kann man auch im Notfall. Schätzchen. Ja, dann werden wir das wahrscheinlich trotzdem mal machen. Wenn wir da wieder zurückrennen müssen. Aber hier werden die. Aha, hier ist die Grenze, als ob sie reingelassen werden. Hier ist ja das Spielerlager. Tja, jetzt bin ich zwar so nah, aber leider muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückrennen. 600 Meter zu Fuß ist eine ganz schöne Strecke. Mal schauen. Ich versuche mal selbst schon ein paar Abkürzungen zu laufen. Schon gut. Sie müssen nicht auf mich zielen. Hä, ich habe doch gar nicht auf die gezielt. Was soll denn der Scheiß? Oh Mann. Der einzige helle Lichtblick ist hier diese schöne Landschaft, dass hier alles schön geschmückt ist und es leuchtet. Also die Atmosphäre ist so geil in dem Spiel. Also man fühlt wirklich, wirklich dort, dass dort Weihnachten ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Also du fühlst dich hier richtig wohl. Du weißt, ah, hier ist eine fröhliche Stimmung. Abgesehen von der Seuche. Naja, komm, okay, die ist Nebensache, aber. Halb so wild, finde ich. Nur, die stellen sich aber auch alle ein bisschen an, ne? Finde ich ja persönlich. Auf uns abgesehen zu haben. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Bis jetzt hatte ich auch erst nur einen einzigen Grafikbug. Das war ja dieser mit den komischen Stacheln.
Und ansonsten war bis jetzt alles ziemlich, ziemlich gut bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen war, aber... Studentin Heather Lau. Komm schon. Und das war's schon von der Mission. Nee. Da muss ich hin. Okay. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt schon alles gewesen wäre, weil irgendwie gab es da keinen Abschluss und nichts zu. Ah, hier in die Seitengasse müssen wir. Hä? Lol, wo läuft der denn hin? Boah, ich finde das so... Das ist unnötig, dass das nicht geht. Also, dass man hier so einen Vorsprung nicht auch runterlaufen kann einfach. Also, das... Bisschen zu Deckungsshooter-artig, aber. Gut. Irgendwas stimmt nicht mit den LMB-Typen. Du sagst es. Weg hier, Granate! Diese Partikeleffekte sehen auch so geil aus, ne? Ich finde die so geil. Also dieses Spiel... Ach ja, ist schon schwer. Wer weiß, wofür ich es mir holen werde. PC trotzdem oder Blazy. Schwer zu sagen, für PC bietet es einfach am meisten wieder, ne? So wie immer. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Na, guck mal, Scheiße, da platzt der dann. Kalt. Boah, sieht das halte geil die aus. Und passt diese auf. Partikel, guckt euch die an, ey. Einfach nur... Ach, guck mal, das andere. Ich nehme mal die Pistole. Hey. Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Und was sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann ihnen nicht genug danken. Mm, ich melde großen. Mich. Lau Ende. Sieht geil aus. Mal sehen, wie sehen hier die Einschusslöcher drauf aus. Die undurchdringbare Gitarre des Todes. Die muss ich auch haben. Wahnsinn. Aber es sieht alles... Oh. Oh. Naja, okay. Es sieht alles sehr, sehr schön aus hier. Gut, dann kann man ja jetzt wieder runtergehen. So. Ist in unserem Jagdgebiet. Bist du bereit? Gefallen!
Oh, was laufen die denn so schnell? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, es ist mir so, ja. Fertig, sehr schön. Das ist wieder da, ist der Nebeneinsatz. So, jetzt müssen wir mal da ein bisschen, Ja, können wir da echt nicht hinporten? Wow. Okay, dann würde ich sagen, Leute, lasst uns... Ah, das ist doch scheiße. egal, wir müssen dahin. Wir werden da jetzt mal hinlaufen. Und wird ein weiter Weg sein? 500 Meter? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber okay. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg jetzt. Ja, hi, was auch immer. Irgendwo in einem Wohnhaus soll noch mehr zu tun. Wir wissen alle zu schätzen. Aktives Echo-Signal geortet. Ich nehme Sie an, bitte. Wenn ich damit Nebeneinsätzen fertig bin, denke ich mal, können wir dann in die Dark Zone gehen. Naja, wir haben ja nur noch morgen den Tag dann. Es geht besser. Und, nur die Stärksten ja, mehr Zeit haben wir dann noch leider nicht. Sonntag kurz ja wieder auf, 31. Und, naja, warum die Xbox jetzt einen Tag früher bekommen hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass die Xbox-Spieler erstmal eher die Schön, dass sie nicht kneifen. Das überhaupt verkraften können, dass es auf der Xbox einfach nur scheiße ist, das Spiel. Dafür konnten sie ja dann einen Tag länger trauern, dem Spiel hinterher, warum es dort nicht so gut läuft. Naja, da kann man halt nichts machen. Ist halt so, ne? Da kommt schon nicht so 4 Meter genau rum, du doof. Hättest du mich mal besser erschossen. Niemand will hier Ärger. Richtig, wäre auch besser so, Mädel. Ein Werkzeug. Okay, wenn ich hier runter soll, dann gehe ich halt hier runter. Ach du Scheiße, ey. Die entsorgen aber ihren Müll überall hier unten, ne? Und diese Grafik, ne? Ich betone nochmal diese Grafik. Fange Funkübertragung an. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Scheiße. Denk den Zweifel daran, dass wir. Hier, das ist der Bau! Tja, ich denke mal, das war es schon. Achso, von da kam ich ja. So, runter da. Hopp. Warnung! Wasserdruck im kritischen Bereich. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ah!
What the fuck? Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Die haben Schilde immer. Warnung, Feindkräfte nähern sich. So. Habe ich schon mal so erzählt, wie geil ich dieses Spiel finde? Ich glaube noch nicht. Das Schießgefühl macht einfach so viel Bock. Dieses Nachladen, das Decken, die Fähigkeiten, es ist einfach alles bis jetzt an diesem Spiel. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Wie es anfühlt, wenn du den Gegner zerklopst einfach nur, ja, das ist einfach so krass, das Gefühl. Oder sobald du gegen die Stärkeren mal gewinnst, ey, das ist so geil. Pumpe jetzt in Betrieb. Wasserdruck stabilisiert. Ja, wo komme ich hier wieder raus? Ach so, ja, wahrscheinlich wieder da, wo ich auch reinkam. Ne? Ist ja direkt da. Zack, und da oben sind wir dann wieder. Das ging ja wieder ganz zügig. Und wir haben mittlerweile Tag. Sehr schön, die ersten Sonnenstrahlen. Das sieht immer so gut aus, ne? Sieht jedes Mal so gut aus. So, ja, wir können jetzt noch diese Mission annehmen. Was ist das zum Camp? Hudson zurückkehren. Knieschoner, Nebeneinsatz wählen, ja, oder? Achso, wir haben ja hier gar keinen mehr. Doch. Da haben wir auch noch einen. Operationsbasis zurück. Ne, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall noch dahin, aber ich denke nicht mehr in dieser Folge. Ich denke, ich werde jetzt noch ein paar Minuten hier laufen, den Weg bis dahin, und werde dann einen Cut machen, wenn es euch nur gefallen hat. Gebt mir noch wieder einen Daumen hoch, abonniert mich für weitere Folgen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Komm schon. Ich sag's doch, da rührt mich nicht.